wir darin einen Anhaltspunkt, um diesen Jüdris aufzuhalten. Das steht sicherlich unter Fiction. Dein Seemannsgarn würde sogar Marco Polo blass aussehen lassen. Wieso schreiben die jetzt über Marco Polo? Was? Alles darin ist die Wahrheit. Jenny, würdest du bitte die Regale nach meinem Tagebuch absuchen? Okay, mach ich. Also wirklich. Wo, Oh, ich muss jetzt alle Regale durchsuchen. Fantastisch. Achso, ich muss, okay, einfach nur suchen. Hä? Nee, die Bücher sind im, Runenpaar. Hm? Es scheint nicht das Buch zu sein, von dem du solltest. Oh, okay. Ich glaube, ich habe irgendeinen Teil überlesen. Okay, überspringen wir das. Finde Evergrays altes Notizbuch im Bücherregal und informiere dich über die Pandorianer. Ach, das habe ich doch schon gelesen. Was habe ich falsch gemacht? Ach so, ein Wörterbuch. Ja, bring mir ein Wörterbuch. Nein, definitiv nicht. Ach so, das war es ja auch nicht. Okay, verstehe, ich habe nicht gelesen. Soll ich dieses Buch zu Evergrey bringen? Ah, ja, das ist es. Pandorianer. Okay. Mir kommt das übrigens ziemlich gleich vor. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Avatar kennt, aber da gibt es ein Land, das heißt Pandora. Also Star Stable, das ist schon ziemlich ähnlich. Ich würde mich wundern, wenn sie den Film noch nie gesehen hätten und noch nie von Pandora gehört hätten. Aber okay. Jetzt sind wir an etwas dran. Ah, da ist es ja. Mal sehen. Kristall, Kavernen, Schattenwesen. Hier muss es irgendwo stehen. Vielleicht würde man die wichtigen Stellen schneller finden, wenn du die Seiten nicht mit aufgedunsenen Geschichten über deinen Mut aufgebläht hättest. Uns läuft die Zeit davon. Zeit? Genau. Avalon, du bist brillant. Echt? Bin ich das? Hast du schon einmal von dem Prinzip des Zeitpfeils gehört? Oh, darüber weiß ich Bescheid. Der Astronom Arthur Eddingston stellte die Hypothese auf, dass die Zeit grundsätzlich gerichtet ist. Das stimmt, Linda. Oder anders ausgedrückt, Entropie. In unserer Welt ist Entropie eine Tatsache des Lebens. In Pandoria ist das nicht so. In Pandoria existiert das Konzept von Anfang oder Ende nicht. Oh, okay. Dort gibt es keinen Zeitpfeil. Die Zeit ist für sie ein Gräuel. Sogar Gift. Jüdris muss einen Weg gefunden haben, eine Tasche zu schaffen, in der die Zeit weniger starke Auswirkungen hat. Wie der geheime Steinkreis. Genau, und solange sich Jüdris in diesem Raum befindet, kann er die Realität nach seinem Willen formen. Nicht einmal die Macht eines Soul Riders kann die Unwirklichkeit bekämpfen. Dann ist es hoffnungslos. Nicht, wenn die Zeit auf unserer Seite ist. Okay, fragen wir einfach mal die Zeit. Oder was meinst du, Evergrey? Sagen wir mal so, ich bin gespannt, was er vorhat. Okay, die Frage lautet, wie wir die Zeit zu unserem Vorteil nutzen können. Oh, er hat also keinen Plan? Reite mit Evergrey zu Big Bonnies Haus in Silverglade. Okay, machen wir das. Während meines Exils trank ich Tee mit einer Hexe. Sie behauptete, sie kenne einen Weg, um die Zeit in eine Flasche zu stecken. Sie wollte mit ihrer Entdeckung das Geheimnis der ewigen Jugend lüften. Kommt mir das nur so vor oder kenne ich das aus so vielen verschiedenen Filmen? Ich sag jetzt nichts, außer vielleicht... Wie ist euer Name? Smith. Oder Smithy, wenn ihr wollt. Captain Jack Sparrow. Da war auch irgendwas mit einem Brunnen der ewigen Jugend. Ist das Zufall? Hatten die dieselben Ideen oder hat Star Stable denen das nachgemacht? Ich sag das nicht so, also ich meine... Wer weiß das schon? Okay. Stattdessen hatte man nach dem Öffnen der Flasche einfach nur jede Menge Zeit, die man totschlagen musste. Das ist ein komisches Wortspiel.
Sollte das ein Witz sein, Evergrey? Pass auf, ich erzähl dir einen. Warum warf der dumme Bruder eine Uhr aus dem Fenster? Weil er sehen wollte, wie die Zeit verfliegt. Das mit dem Dummbeleidigen hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Avalon, du hast den Nagel erneut auf den Kopf getroffen. Du bist wirklich ein Genie. Wir brauchen natürlich eine Uhr, die zu groß zum Werfen ist. Dafür brauchen wir ein Pferd. Hä? Okay, aber das ist hoffnungslos. Das könnte nur ein Uhrmeister schaffen. Und zwar einer, der sich nicht an die Regeln hält. Ein Freigeist, aber auch diskret. Big Bonnie könnte helfen. Wieso habe ich mich so gesprochen? Nochmal. Big Bonnie könnte helfen. Bring mich zu ihr. Okay. Ich treffe dich bei Evening Comet. Ich freue mich, wieder einmal mit dir zu reiten, Jenny. Ja, er ist schon so oft auf meinem Pferd gesessen. Unfassbar. Boah, ey. Ich weiß nicht, die Story dauert so viel länger, wenn man vorliest. Ich versuche mich eh schon zu beeilen. Ah, du sitzt also schon wieder da. Seht mal, wie er auf meinem Pferd sitzt. Nennt mir einen Grund, warum er nicht runterfliegt, wenn mein Pferd das hier macht. Das? Nennt mir einen Grund. Aber okay. Big Bonnie ist sie also. Okay, das wusste ich nicht. Hallo. Jenny, ich habe immer Zeit für dich. Was ist los? Eine Idee von Bonnie. Okay. Sieht aus, als wärst du nicht allein. Was hast du da für eine seltsame Begleitung mitgebracht? Meinst du Evergrey? Frau Bonnie, man hat mir gesagt, dass du mehr über Uhren weißt als jede andere Person in Jorvik. Ja, ich kann sie bauen. Ich kann auch jede Uhr reinigen, wenn es sein muss. Ich habe leider deinen Namen nicht verstanden, Mr. Evergrey, es ist mir eine Ehre, ein solches Talent kennenzulernen. Ich beschäftige mich selbst mit der Uhrmacherei, hauptsächlich mit Sonnenuhren. Jenny sagt, dass du die prächtige Uhr in Silverglade gebaut hast. Verdammt, richtig, das war ich. Warum? Brauchst du eine Uhr oder sowas? Ich brauche wirklich eine. Aber ich muss dich warnen. Ich brauche keine gewöhnliche Uhr. Ich denke, ich muss es erklären. Ah, so, verstehe. Ach du meine Güte. Evergrey, du bist vollkommen wahnsinnig. Ich bin dabei. Ich brauche noch ein paar Teile für diese Uhr. Die Uhrmacherei ist Präzisionsarbeit, Jenny. Man darf keine Federn überspannen, kein Zahnrad darf auch nur geringfügig falsch laufen, sonst ist da ein Tick, wo eigentlich ein Tag sein sollte. Jedes auch noch so kleine Teil muss perfekt synchronisiert und ausgerichtet sein. Hier, nimm meinen Vorschlag, Hammer. Du musst alles auf dieser Liste suchen. Du solltest alle Bauteile in den alten Mülltonnen rund um das Dorf finden können. Wer hat die denn weggeworfen? Okay. Mülltonnen. Ich habe noch nie Mülltonnen hier gesehen. Die sind jetzt wahrscheinlich auch nur für die Quest da. Dann suchen wir mal die Mülltonnen und sammeln das auf. Okay. So, wo sind... Rund um das Dorf, hat sie gesagt. Ah, hier. Hä? Ach so. Moment. Vorschlagkammer. Ich muss jetzt erstmal schauen, was wir hier machen müssen. Also hier. Okay. Machen wir jetzt erstmal die Wand, die Mauer noch kaputter, als sie eigentlich schon ist. Haben wir jetzt ein Stück Stein aufgesammelt? Teile für die kosmische Uhr. Da ist dann einfach so ein Blech. Aber das war doch Stein. Egal. Okay. Reden wir mal nicht über die Logik hier, sondern suchen diese Mülleimer. Wo sind denn die? Ah. Das hier, ist das hier ein Müll? Ich habe dieses Papier da noch nie gesehen. Oder mir ist das nicht... Warte, den machen wir jetzt kaputt? Der sieht doch noch voll intakt aus. Außerdem ist da eine... Oh, da ist eine süße Elster auf dem Traktor. Verschwindet die dann auch? Achso, wir machen das ja nicht komplett kaputt. Hm. Der Bauer wird sich nicht freuen. Ah, okay. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt hier falsch, aber das stimmt. Ja, cool. Ich habe noch nicht gewusst, dass man hier durchschauen kann.
Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Ich bin hier so selten oben. Aber das ist schön. Man sieht nur nicht die Spieler, die gerade hier unten sind. Aber es ist schon eine sehr schöne Aussicht. Also ich werde das Video definitiv in 3 Teile machen. Und dann sind es halt einfach 3 kleine Quest-Videos. Dann sage ich zum Beispiel Quest-Time Teil... Ihr seht, wie ich es nennen werde. Das wird man schon sehen. Okay. Hast du alles auf der Liste gefunden? Dann tritt zur Seite, Fräulein. Jetzt ist Big Bonnie an der Reihe. Okay. Ich werde die kosmische Uhr auf dein Pferd heben. Hä? Mein Pferd weiß nicht, ob ihm das so gut gefällt. Okay, ich verstehe zwar noch immer nicht, warum man so eine Uhr braucht, um einen Haufen Clowns zu sehen, aber Eve sagte, es ist wichtig. Viel Glück, Jenny. Oh, kriegen wir jetzt die Uhr? Ah, okay. Aufgepasst, hier ist unser Plan, Jenny. Du reitest mit der kosmischen Uhr zurück zum Zirkus. Die verstärkten Zeitwellen sollten Jidris Unwirklichkeit erden, dich durch das Kraftfeld schleusen und in das Zelt bringen. Ist bisher alles klar? Mhm. Sobald du im Zelt bist, musst du so nah wie möglich an Jidris heranreiten. Auch wenn er geschwächt ist, hat er zweifellos noch einige Tricks im Ärmel. Also sei auf der Hut. Wenn du in Position bist, klingelt der Wecker der kosmischen Uhr. Lass sie dort, damit Jidris machtlos bleibt. Dann reiten Justin und ich herein und retten Concord und die Bobcats. Wenn alles nach Plan läuft, sind wir zurück und haben immer noch genug Zeit. Zeit wofür denn? Wir treffen dich vor dem Zelt. Bereit, Meteor? Bereit, wenn wir bei Frau Holdsworth vorbeischauen, um ein paar Äpfel zu verspeisen. Meteor, du hast eben erst gefrühstückt. Was soll ich sagen? Wenn es gefährlich ist, bekomme ich immer großen Appetit. Oh, in Ordnung. Wir müssen sowieso Justin holen. Also los. Okay. Oh mein Gott, das ist die Uhr? Ich habe mir die irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, es sei so eine flache Uhr, wie in so einer Schule. Aber irgendwie macht die auch ein bisschen mehr Sinn. Okay. Erstmal gegen den Pfahl laufen. So, wir treffen uns jetzt gleich wieder, wenn ich zu Jidris geritten bin. Ich bin ja mal gespannt, ob der Plan richtig abläuft. Aber ich glaube schon, das dürfte passen. Also bis gleich. Ich habe... Wow, wow, okay. Habt ihr das gesehen? Das war ein... Glitch. Also, wir sind jetzt da. Und Linda anscheinend auch. Justin auch, okay. Jetzt geht die Story weiter. Jetzt kommt der schwierige Teil. Bist du bereit? Mal schauen, ob ich bereit bin. Es funktioniert. Die kosmische Uhr bringt uns durch Jidris Barriere. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich habe Tarn eingeladen. Ich bin nur hier, damit Loretta mir ins Gesicht sagen kann, dass sie lieber sich als Mitanführerin der Bobcats haben möchte. Das schuldet sie mir. Okay, Tarn, hallo. Denk daran, dass du die kosmische Uhr so nah wie möglich bei Jidris halten musst, um ihn zu schwächen. Justin und ich werden hier draußen warten, bis der Alarm der Uhr ertönt. Ich würde dir gerne Glück wünschen, aber eine gute Vorbereitung übertrifft Glück bei weitem. Und wir haben unsere Hausaufgaben definitiv gemacht. Du schaffst das schon, Jenny. Ja, muss ich ja. Schwäche Jidris, indem du mit der kosmischen Uhr in seiner Nähe reitest. Okay, das haben wir jetzt bestimmt 4-mal durchgesprochen. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Probieren wir es mal einfach. Die Story dauert echt lang, muss ich sagen. Jenny! Ich habe dich erwartet. Du solltest nicht vor der großen Show zurückkehren. Du lässt mir keine andere Wahl als... Hey ihr Lieben, das ist der 3. Teil. Wenn ihr euch den 4. Teil anschauen wollt, und ich bin schon sehr lange am Aufnehmen, dann geht's natürlich zum 4. Teil in meinem Kanal. Seht ihr dann, ob ich ihn hochgeladen habe oder nicht. Aber ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum 4. Teil. Ich hoffe, das ist der letzte Teil. Ich weiß nicht, wie lang das Video tatsächlich beim Schneiden dann sein wird. Also wenn es fertig geschnitten ist, ich weiß auch gar nicht, ob ich es in 4 Teile aufteile oder noch mehr. Aber das seht ihr dann. Also, tschüss!